Okay, Leute, willkommen zu meinem 524 Abos. Yeah, fickt euch, Leute, spezial. Nein. Erstmal zu der Musik, die gefällt mir. Naja, egal, ist nicht euer Problem. Ach, die Musik ist toll. Also, ich habe jetzt 524 Abonnenten und ich freue mich darüber sehr doll, weil ich denke, ich habe bald 1000, wenn ihr euch jetzt sehr anstrengt und irgendwelche Nebenkanäle macht für mich und so alles. Ihr wisst, ja. Ihr müsst nicht. Ach, egal, ich verzögere das nur und diese Fragen, diese Fragen. Diese Fragen sind bösartig. Bernd, du wirst dafür büßen für deine Frage und Musti, du wirst so viel dafür büßen. Warte nur ab. Okay, egal. Scheiße, die Musik lenkt mich ab. Also die erste Frage mal. Ich stelle mal richtige Fragen, nicht wie Musti, hahaha. Dein Lieblingsnummer und warum? Diese Frage kann man zweideutig verstehen. Lieblingsnummer vielleicht, welche Stellung, also, oder welche Lieblingsnummer war am besten für mich, also welche Sexnummer war am besten, oder welche Nummer, 8. Ihr kennt bestimmt Soul Eater, Death the Kid, 8 ist symmetrisch, ist schön und alles mögliche. 8. Und möchtest du mal heiraten und Kinder kriegen? Ja, ich gründe eine kleine Armee von tamilischen Kindern. So 7 Kinder und so, und jeder von denen macht immer auch 7 Kinder weiter. Bis ich eine eigene Mafia habe aus braunen kleinen Menschen mit Glatze. Nein, weiter. Hast du schlechte Angewohnheiten? Wenn ja, was für welche? Also, ich kann manchmal ganz stumpf sein. Also, ich kann einfach, wenn einer mit mir redet, einfach ihn ignorieren. Ganz eiskalt, weil wenn ich jetzt keine Lust habe, mit ihm zu reden, dann sage ich einfach nichts. Oder gucke ihn so eiskalt an mit seinem bösen Blick. Und mit meinem bösen Blick habe ich auch einmal auch meine Tante vergraut, aber das ist eine andere Geschichte. Aber naja, ja, ich habe schlechte Angewohnheiten, ich bin klein. Nein, das ist keine Angewohnheit, das ist so. Das ist keine schlechte Angewohnheit, ich bin einfach so, okay. Ich kann böse gucken. Die Musik ist geil. Schlechte Angewohnheiten hatte ich jetzt. Schlecht gucken. Furzen, das ist bei jedem die schlechte Angewohnheit. Schlechte Angewohnheiten. Eigentlich habe ich keine. Wenn ja, schreib zu den Kommentaren. Kannst du kochen? Spaghetti kann ich kochen, Eier kann ich kochen. Aber kochen allgemein kann ich noch nicht. Ich will es aber von meinen Eltern so lernen, also werde ich so dazu sagen. Und Amy, okay, O'Shea Lady. Deinen realen Namen sage ich nicht, aber deine Handynummer gebe ich jetzt gleich hier ein. Ach, du bist dran. Alle werden dich anrufen. Wie groß bist du? Ha, das musste sein, sorry. Also, ich bin 1,61, 1,65 groß, irgendwo dazwischen, keine Ahnung. Verurteilt mich, ich kann nichts dafür. Ich habe vielleicht früh trainiert, aber na und? Dafür habe ich einen sexy Body. Ja, okay. Was für ein Typ Frauen stehst du? Für mich sind die heißesten Frauen sowieso Asiaten. Hahaha, ob ich das nicht wüsste. Was für Typ Frauen stehst du? Also, Frauen, die individuell sind, die einfach Charakter haben und sich nicht irgendwie an anderen Menschen anpassen wollen. Also, wenn jetzt ein Mensch nur seine Dinge macht und nicht irgendwie die Dinge macht, die eine andere Frau sagt. Wartet. Weiter, die Musik muss normal sein. Die muss individuell sein, die muss Charakter haben und nicht irgendwie wie ein Hund sein. Also, was andere sagen, machen. Also, wenn jetzt nicht. Der Mensch soll sein eigenes Ding machen, also nicht wie andere Menschen es wollen. So, ich hoffe, ihr habt es irgendwie verstanden. Lieblingsessen gibt's tamilisches nur eigentlich. Und Bockwurst, nein, Bockwurst gehört nicht. Pizza, Pommes. Ja, ich komme jetzt mit den fettigen Sachen an. McDonald's. Das gibt's ja noch. Ich habe eigentlich vieles. Eis und so. Ich habe eigentlich kein spezielles Lieblingsessen. Naja. Okay, mir fällt nichts ein. Und wenn du das Video machst, leg ein gutes Wort für mich ein. Haha, peace. Okay. Oh, share Lady, adden. Nein, nicht adden. Abonnieren, es ist gut. Ich weiß nicht, was für Videos sie macht. Oder ob sie Videos macht, aber abonniert sie einfach, weil sie einfach gut ist, einfach korrekt ist und ich kenne sie persönlich, hey. Und die nächsten Fragen, ich bin jetzt durcheinander gekommen, was hier, O'Shea Lady, hier. Okay, die nächsten. Liest du gerne? Wenn ja, was liest du gerne? Hentais. Also Doujins, ob ich lese, Mangas eigentlich genau gesagt. Davor habe ich nie was gelesen, aber meine Freunde haben mich irgendwie dazu gebracht, dass ich Mangas lese. Und ja, ich lese momentan Mangas, Codebreaker, also ich schreibe mal das mal kurz hier hin. Codebreaker, Pandora Hearts
und so weiter. XD, Roffel, Roffel TL, ist klar. Doppelpunkt, großes D. Hahaha, ha, ha, okay. Hast du irgendwelche Talente? Ich kann Breakdance, ich bin klein, ich habe Glatze. Irgendwelche Talente? Ich glaube, meine Willenskraft, das kann man als Talent bezeichnen. Ich habe the Eye of the Tiger. Ich habe die Willenskraft eines Tigers. Also wenn ich eine Sache unbedingt machen will, bin ich immer hundertprozentig dabei. Bei Sport ist es so. Bei Sport muss echt bei mir sein. Und ja, mein Wille ist ein gutes, wäre ein Talent von mir. Breakdance. Und man sportlich. Ach, keine Ahnung, was für Talente. Let's play. Ha. Würdest du ein Video hochladen, in dem du singst? Ich hab schon gesungen. Und die Videos sind eigentlich schon geil, aber naja. Naja, es kann bessere geben, wo ich singen kann. Naja, du kannst es auf meiner Playlist sehen irgendwo. Musst du irgendwo suchen, ich weiß nicht mehr. Wer ist die wichtigste Person in deinem Leben? Warte, welches? Ich wusste, dass es von dieser Person ist. Wer ist die wichtigste Person in deinem Leben? Muss die? Niemals! Warte, das muss ich auch genau sagen. Nein, das ist falsch. Niemals! Okay, doch. Nein, Spaß. Also, ich mag Musti und gehört auch zu einer meiner wichtigsten Personen wie Porky und ein paar andere YouTuber wie Devil Inside oder Mike, ey. Und ja, wichtige Personen, also die ich jetzt nicht so richtig kenne, aber Musti kenne ich ja, die anderen kenne ich noch von Facebook, Skype und alles. Aber die gehören auch zu Menschen, die schon wichtig sind, die ich schon gut kenne und alles, seit einem Jahr. Wichtigste Person ist eigentlich nur meine Mama. Ja, meine Mama. Wenn ihr ein Problem habt, schreibt darunter. Haha. Was möchtest du später mal werden? Pokémon-Trainer. Nein, das war stumpf. Ach, die Musik ist immer so schön. Ach, warte. Weiter geht's, aber andere Musik. Ich hoffe, ihr hört sie. Was möchtest du später mal werden? Pokémon-Trainer? Nein, ich weiß nicht, was genau ich werden will. Irgendwas mit Politik, glaube ich mal. Da kann ich auch mal einen Kommentar abgeben, wie bei meinem Let's Plays. Hey, hast du schmutzige Geheimnisse? Hast du schmutzige Geheimnisse? Ja, ich habe eine Vagina. Nein, Spaß, ich habe einen Penis. Mit zwei Hoden, nein, drei Hoden, nein, zwei Hoden, ja. Schmutzige Geheimnisse, viele, aber die bleiben bei mir. Was hältst du vom Fliegen? Töten. Eiskalt töten, mit Fliegenklatsche, Händen, Fuß oder rausspucken, dass sie sich erniedrigt fühlen und dann töten. Ja, das halte ich von Fliegen, die muss man töten. Also, jetzt kommen die nächsten Fragen, das ist immer noch die gleiche Person von Lucy Meets Music. Immer noch die gleichen Fragen. Okay. Also, wie findest du Tammy? Ein hübsches Mädchen. Das ist nicht pädophil gemeint, Tammy. Wie stehst du zu Musti? Ja, er ist einer meiner besten Freunde. Ja, ich kann dazu nicht sagen. Frag Musti. Seine Fragen kommen sowieso in sein Kanal. Ach, sein Kanal wird hochgenommen von mir. Was machst du in deiner Freizeit? Also sehr viel Sport, hänge mit meiner Freundin ab, hänge mit meinen Freunden ab, lerne nicht so teilweise. Ja, das ist alles. Wie bist du zu deinem Body gekommen? Sehr viel Sport. Davor war ich ein Schwächling, eine Pussy so gesagt. Also ich habe nie so viel Sport gemacht. Ich war sehr schlecht. Dann habe ich mit Fitness angefangen mit 16. Also Body aufpumpen und so. Und dann habe ich irgendwie Spaß daran gehabt, meinen Körper zu formen und alles. Und dann Laufen, Sit-Ups, Liegestütze, Crunches, alles mögliche gemacht, bis ich diesen Body habe. Aber ich bin nicht zufrieden damit. Es wird noch weiterkommen. Haha. wieso gerade dieses Bild? Hast du... Achso... Ich weiß nicht, ich wollte euch einfach mein Gesicht zeigen und meinen Körper. Hey, man muss auch ein bisschen Haut zeigen können, hallo? Wie heißt das? Sex for Money? Oder Money for Sex? Es gibt da so ein Sprichwort, wo man seinen Körper zeigt. Ach, egal. Hast du Spaß am Let's Playen? Ja, ich hab Spaß. Es macht einfach eiskalt Spaß und kann meine Freude hier rauslassen. Einfach geil. Hast du Spaß? Nein, hab ich schon. Vermisst du ihn? Ja, ich vermisse meinen kleinen Hund. Ich hab keinen Hund. Sie meint bestimmt Musti. Naja, ich nicht vermissen, so, ich sehe ihn ja fast jeden Tag, also kein Problem.
Beantwortest du wirklich alle Fragen? Hab ich bisher alle Fragen beantwortet? Was willst du dagegen machen? Okay, nicht böse gemeint. Was ist umgekippt? Nichts ist umgekippt, verdammt. Immer diese... Willst du was umkippen hören? Das war's. Ich hoffe, mein Mikro ist jetzt nicht kaputt, verdammt. Wieso ist Musti weg? Er hat Hunger. Er ist immer am Essen. Er ist Musti. Er muss immer essen. Auf welche Art von Männern, Jungs, stehst du? Ihr wisst, auf was für Arten. Mike, Spock, ihr wisst, was ich meine. Unsere gemeinsame Nacht. Ja, unsere gemeinsame... Nein, das war gerade schwul. Also, ich stehe nicht auf Männer. Ich bin ganz 100% hetero. Ich stehe auf Pussys und nicht auf Penisse, aber ist egal. Was für einen Klamottenstil hast du? Ich weiß nicht, einen tamilischen Style. Also nicht mehr Sari und so, das ist Frauenstyle. Einen normalen Style, würde ich mal sagen. Ja, einen normalen Style. Ganz normal. Ganz modern und so, alles. Okay, wie möchtest du später deine Kinder nennen? Hans, Peter und Klaus. Okay, ich glaube, ich mache im nächsten Part dann weiter. Also, ich werde es in kleinen Stücken dann aufnehmen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Okay, es geht weiter, Leute. Vorschlag. Kinder nennen Musti Tami. Vielleicht nenne ich die meine Kinder Musti Tami. Aber ich weiß nicht. Vielleicht nennen die auch Sora, Riku, Kairi. Haha. Naja, ich weiß noch nicht, wie ich die nenne. Vielleicht Chris oder... Oder irgendeinen anderen Namen. Oder Frank... Nein, nicht Frankfurt. Wie kam ich auf Frankfurt, verdammt? Franz, Reinhard, Eberhard, Gertrud. Die reinen deutschen Namen, dass sie nicht erkennen können, dass ich Ausländer bin. Aber das werden sie sowieso erkennen, wegen meiner Hautfarbe. Haha. Aber naja, andere Fragen. Musti Tami vielleicht. Oder auch Porky oder Mike oder Mama. Sucht ihr aus. Ihr könnt aussuchen, wie ihr meine Kinder nennen wollt. Meine Fragen, also. Das war von Lucy Meets Music. Abonnieren. Abonnieren wie O'Shea Lady. Abonnieren. Alles abonnieren hier. Alles abonnieren. Also jetzt, meine Fragen. Was ist dein Lieblingsessen? Wie schon gesagt, ich habe sehr viel. Eis, Pommes, Ketchup, Mayo. Nein, das war gerade unnötig. Was ist dein Lieblingsessen? Ach, Pommes, Pizza und alles. Was ist dein Lieblings-Anime-Filmsendung? Mein Lieblings-Anime ist immer noch Fullmetal Alchemist. Das war der erste Anime, den ich gesehen habe. Also, in Indien. Also, davor habe ich schon Naruto, One Piece hier so gesehen. Aber nicht so dafür was entwickelt. Aber als ich in Indien war, war ich alleine. Also nicht mit meinen Eltern, also mit meiner Mutter und so. Aber das war eiskalt. Man konnte den Boden nicht von der Scheiße unterscheiden. Und ich dachte jedes Mal, wenn ich mit meinen Sandalen rumgegangen bin, ich habe auf Scheiße getreten. Aber naja, das ist Indien. Und ich hatte nichts zu tun, deswegen habe ich eher Animes geguckt, die gab es da bei den Fernsehen, so Fullmetal Alchemist und so alles. Da habe ich die jedes Mal angeguckt, wenn mir langweilig war. Deswegen habe ich das gemocht. Fullmetal Alchemist, Brotherhood, alles angucken, das ist immer ein guter Anime. Hast du ein Haustier? Nein, ich hätte gerne eine Katze oder einen Hund, aber eher eine Katze. Mit der kann ich dann kuscheln. Ha. Was war deine Favorit-Game? Final Fantasy 9, das wird immer mein Favoriten-Game sein, aber... Ich glaube, langsam wird das Final Fantasy Crisis Core von mit Zack Fair. Dieses Spiel ist einfach geil und die Story, boah, einfach geil. Jetzt danke The Finger 55 für die Fragen. Bestimmt ein Abonnent von mir. Dankeschön. Grüß an dich. Ich stelle jetzt einfach mal Fragen, weil mir langweilig ist. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Und dir? Warum geht's dir so? Oha, soll ich mir schlecht gehen oder was? Oha, warte, welche... Ah, Tami! Okay, Tami, warum geht's denn mir so? Na und? Warte, mir geht's so gut, weil ich jetzt dieses Video verdammt machen kann, wo mich alle Leute ansprechen. Wo ist das Video? Hier habt ihr das Video, so. Was ist mit Prinzessin passiert? Ja, von Professor Layton und die Statue der Pandora. Prinzessin war ein Hund mit Pampers. Und ich weiß nicht, was mit Prinzessin passiert ist. Vielleicht hat sie die Pampers verloren und versucht, sie gerade zu finden. Naja, man weiß es nicht. Was hältst du von Minecraft? Die größte Scheiße der Welt. Also ich mag dieses Spiel gar nicht. Ich hab's nicht gespielt, aber ich hab mal gesehen. Was macht... Ich weiß nicht, was daran so lustig ist, einen zuzugucken, wie ein Penis aufbaut bei Minecraft oder eine Vagina oder... Okay, das war jetzt pervers gemeint. Oder ein Mario oder irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was das spaßig ist. Aber naja, wenn ihr es mögt, ist eure Sache. Also ich mag es nicht. Warum dieses Bad Boy? Ey, ich bin ein Bad Boy. Mit Let's Plays und so. Ey, Bad Boy, ey. Hast du schon... andere Let's Plays im Hinterkopf, außer die auf deiner Kanalliste zu sehen sind. Ja, ich habe schon viele hier.
Aber die will ich jetzt nicht aufziehen, das sind zu viele. Ach, warum muss die Musik jetzt zu Ende gehen? Geht hier zu Ende? Ach, kacke. Wartet. Weiter geht's, Leute. Wie viel Spaß macht dir das Let's Play? Sehr viel Spaß. Sehr, sehr, sehr viel Spaß. Von Punkte, also wenn man eine Zahl von 1 bis 10 nehmen soll, 10. Hundertprozentig 10. Das macht einfach mir sehr viel Spaß und ich werde das auch sehr viel weitermachen. Was heißt FAQ? Ich weiß es, aber weißt du es? Okay, ich weiß immer nicht. Frage, Antwort. Nein, was heißt das, verdammt? For answer and question? Ja, vor, warte. Ist die Antwort vielleicht so? So? Ach, kacke. Ich hatte lange kein Englisch mehr. So vielleicht die Antwort? Ich hoffe mal, dass es die Antwort ist. Wenn nicht, weiß ich es nicht. Ich kann auch nicht alles wissen, Tami, okay? Nicht alles. Naja, du bist korrekt. Du bist korrekt. Hey, hey. Nervt muss die bei Let's Plays, aber richtig. Seine Unwissenheit, seine Dummheit, seine Fressheit. Jedes Mal, wenn er immer bei mir ist, gibt es Essen? Gibt es Essen bei mir? Gibt es Essen bei mir? Ich muss dann sagen, ja. Dann, wenn nicht, dann schlägt er mich. Ihr hört ihn doch jedes Mal, wenn er mich schlägt. Immer diese unnötigen Schlagen. Er kann sich niemals gut artikulieren mit mir. Er weiß keine richtige Kommunikation mit mir zu führen. Seine Kommunikation führt immer durch seine Schläge. Naja, ihr könnt ihn persönlich fragen. Geht auf seinen Kanal. Die Frage musste sein, ich weiß. Deine Lieblingsfarbe, dein Lieblingstier und dein Lieblingsspiel. Das war's. Lieblingsfarbe, Rot. Lieblingstier, Katze. Lieblingsspiel, Final Fantasy 9. Das war's. XD. XD. Ja, das war's jetzt stumpf angeworfen. Danke, Lady Tami. Ich erwarte langsam Kommentare von dir und nicht so stumpfe Kommentare nur bei Professor Layton. Guck dir Final Fantasy 3 an, Tami. Guck dir das an. Da gibt's auch Prinzessin, aber anders. Hey. Okay, wessen Fragen sind das jetzt? Final Messenger 13. Okay. Danke für die Fragen. Warum machst du Let's Plays? Ja, es war eigentlich aus Langeweile. Ich dachte mir, ey, wenn dieser Fettkopf das kann, kann ich das auch hundertprozentig machen. Aber am Anfang hatte ich Probleme, meine Stimme zu sprechen, weil ich dachte, oh scheiße, wenn ich jetzt scheiße spreche, werde ich mich verurteilen und so. Und dann habe ich mich daran gewöhnt, aber ging es. Also, Let's Play aus Langeweile, aber danach habe ich Spaß daran gefunden und werde es auch weitermachen. Warum spezialisierst du dich auf Game Boy Advance und DS-Spiele? Es gibt einen einfachen Grund. Ich weiß nicht, wie man das mit PS2 und Fernseher und Computer so macht. Wenn ich das wüsste, hätte ich auch von PS2 viele Let's Plays schon gemacht. Aber momentan Game Boy Advance und DS-Spiele habe ich alle auf meinem PC, kann ich alle machen. Und das ist am simpelsten jetzt für mich. Und ja, das ist der einzige Grund. Was für eine Musik hörst du? Rock, Pop, J-Pop, alles Mögliche, was mir gefällt. Also ich habe keinen richtig speziellen Stil. Bei mir wechselt das manchmal. Manchmal am Anfang war es Rap, dann Rock und jetzt japanische Musik, wie ihr jetzt hört. Aber es wechselt bei mir so ab und zu. Aber ich habe keinen richtigen Stil. Welches ist dein Lieblingsspiel? Final Fantasy 9, würde ich sagen. Und Final Fantasy Crisis Core, aber Crisis Core ist bei mir Favorit. Okay, du hast die schwarze Magie gemeistert und Vasilisch Skelett Mozart wiederbelebt. Warum will er jetzt ausgerechnet für dich eine Kanalmusik komponieren und wie würde sie klingen? Bernd, was hast du dir dabei gedacht? Ich weiß nicht, was ich jetzt darauf antworten soll. Warum er für mich ausgerechnet ein Musikstück machen will? Weil ich schwarz bin, weil ich braun bin. Er muss mir das für mich machen. Ich musste leiden. Nein, das waren die anderen. Okay, ich musste nicht leiden, aber trotzdem. Er will nett sein. Und er will nicht diskriminierend sein wegen meiner Glatze. Hey. Ja, okay. Welches Musikstück? Wie würde das klingen? So wird das klingen, glaube ich, bei mir. So wird das klingen. Und ich muss kurz einen Stopp machen. Weiter geht's mit der Musik. Ja. Danke, Bernd, für diese außergewöhnliche, gute Frage von dir. Skelett Mozart. Hey, hey, hey. Dazu muss ein XD kommen. Hey. Hey. Wiederbelebt und so. Danke für die Frage. Wenn dir jemand irgendeine Fähigkeit, ein Talent oder ähnliches geben könnte, welches würdest du dir wünschen? Psychokräfte. Also, kann Dinge schweben lassen. Das bringt mir dann sehr viele Vorteile bei der Arbeit. Weil bei der Arbeit muss ich immer Kisten schleppen. Und wenn ich jetzt diese Psychokräfte hatte, also Dinge hochheben und so, kann ich die einfach mit einem Finger einfach da reinlegen, einfach so perfekt reinlegen und ich muss nie mal, und ich könnte einfach eine Runde pennen oder nichts oder irgendwas essen dabei und ich muss dafür nicht so viel Kraft aufbauen.
Also wieso komme ich auf Psychologie? Psychokräfte, Psychokinese, so gesagt, will ich eher haben als Fähigkeit. Welche Vorteile haben Haare am Hintern? Ich weiß es nicht, Bernd. Vielleicht weißt du die Antwort, aber ich habe keine Haare am Hintern. Wenn doch, weiß ich es nicht. Du kannst es aber nachschauen, wenn du willst. Komm hierher, nach Bremen. Wenn du meine Adresse willst, schreib es zu den Kommentaren. Haha. Danke, Feine Messenger 13, für die Fragen. Dankeschön. Aha, okay. Der Herrscher. Hehe, bist du Albaner? Niemals! Nein. Ich bin kein Albaner, ich bin Tamile aus Sri Lanka. Kannst dir nachgucken, Google hilft dir. Genau, bist du Facebook-süchtig? Nein, nicht so süchtig, aber ich würde langsam aufhören, bei Facebook so anzukommen, also echt keinen Bock mehr so auf Facebook so. Und isst du gerne Fastfood oder lieber Gemüse oder sonst etwas? Fastfood nur gelegentlich, wenn ich nichts zu essen bekomme. Oder nichts zu essen zu gibt. Bei mir beides, Fastfood und Gemüse. Okay, danke, Herrscher. Okay, gut, dann beginnen wir mal. Aus welchem Land kommst du? Sri Lanka. Wie lange machst du noch Let's Plays? Wie lange es geht? Also bis ich irgendwie abkratze. Ja, selbst als alter Opa kann man noch Let's Plays machen mit 60 und so, hey, wenn man nichts zu tun hat. Auf welche Musik stehst du? Unterschiedlich. Rock, Pop, J-Pop, Hip-Hop, Rap. Such dir aus. Blues, House, R&B, Kirchenmusik, so, und so alles Mögliche. Such dir aus. Was sind deine Hobbys? Sport, Freundin, Poppen? Nein, Poppen nicht. Sport und... Ich habe viele Hobbys. Basketball, Volleyball, Handball. Such dir aus. Kann die eigentlich alle aufzählen, aber... Naja, ich habe viele Hobbys. Wirst du irgendwann wieder mit den The World Ends With You Let's Play weitermachen? Ja, ich werde damit weitermachen. Warte, Jasarat. Ach, sie will auch unbedingt das Let's Play weitersehen. Ja, das werde ich bald weitermachen, aber ist auf Englisch, deswegen... Glaube ich, werde ich das wie Bernd machen. Also Final Messenger 13, das alles zu vorspielen, dann also alles skripten und alles vorlesen dann für euch. Ist am besten dann. Habt ihr kein Problem dann mit meinen verdammten scheiß Übersetzungen, das schlimmer ist als Google-Übersetzer, klar zu kommen. Aber naja, es wird weitergehen. Keine Sorge, Jasarati. Kommt von dir auch noch Spiele, die nicht von einem Emulator laufen? Vielleicht, wenn ich endlich herausfinde, wie man das mit PS2 funktioniert, dann kommen bei mir sehr viele Let's Plays da. Wirst du auch mal Together-Spiele starten? Ich habe schon mal welche. One Piece, Grand Advent. Keine Ahnung, mit Musti habe ich das gemacht. Let's Play Together. Es werden noch welche kommen. Frag Musti. Geh zu seinem Kanal, also Musti326. Er weiß es. Er weiß die Antwort. Porky! Ach, Porky. Okay, seine Fragen müssen jetzt beantwortet werden, sonst wird er mich wieder hassen und so alles. Okay, aber erstmal die Musik wieder weg. Ich glaube, ich mache euch jetzt gleich einen Cut. Okay. Ich mache einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Okay, es geht weiter mit einer anderen Musik, ey. Wieso versetzt du mich immer wieder? Porky, ich versetze dich nicht. Ich bin nur meistens beschäftigt mit anderen Sachen. Mit Let's Plays, Freundinnen und so. Tut mir leid. Wieso siehst du mich als Bro an? Ja, du bist korrekt. Dich muss man einfach lieben, obwohl andere sagen, du bist krass drauf, aber... Ey, es gibt immer unterschiedliche Menschen und Menschen, die individuell sind, mag ich einfach. Mit denen kann man sich gut unterhalten. Und du bist einer von diesen Menschen, gut verstehen kann. Also, hey, Bro. Wieso kommst du nie nach Lübeck und haust mit mir auf andere ein? Lübeck will ich kommen, aber ich weiß nicht, wo zum Teufel das ist. Tut mir leid. Und auf andere einhauen, ich bin nicht so ein Schlägertyp. Außer, wenn die mich jetzt auch anmucken würden... Will ich die erst auch zurück anmucken, aber wenn die jetzt mit Faust ankommen, komme ich auch mit Faust an. So ist es halt bei mir. Ich greife nicht an, die anderen Leute müssen mich angreifen, bevor ich angreife, so. Warum stelle ich solche blöden Fragen? Da fragst du den Falschen. Geht zu einem Psychotherapeuten? Nein, Spaß. Das musst du selbst wissen, warum du solche blöden Fragen stellst. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich es gesagt habe. Kann auch sein. Warum finde ich es so lustig, einfach dumme Fragen zu stellen? Du bist Porky. Du findest alles lustig. Selbst wenn ich sage Gullideckel, lachst du bestimmt in diesem Moment. Haha. Bestimmt? Wenn ja, schreib es in den Kommentaren. Warum bist du so eingebildet? Hey. Wenn man klein, braun und eine Glatze hat, muss man eingebildet sein. Sonst respektiert man einfach keinen Menschen. So ist es bei mir. Warum lieben wir dich so? Ach. Ich bin klein, braun und habe eine Glatze. Ihr müsst mich lieben. Wenn nicht, seid ihr Rassisten. Ha. Nein. Nein, ihr seid keine Rassisten, wenn ihr mich nicht liebt. Also keine Ahnung. Vielleicht, weil ich so ein sympathischer Kerl bin oder so. Kann auch sein. Oh Mann, soll ich aufhören, mich mit Fragen zu stellen? Nein, hör nicht auf. Doch, hör auf. Ich weiß nicht. Echt?
Nein, oder doch? Jetzt Porky, ja! Okay. Sollen Porkys fragen? Sein Kanal Porky Rules findet ihr auch bei mir auf meiner Seite, bestimmt. Ja, er ist auf meiner Seite, glaube ich. Ja, ist er. Naja, es geht weiter. Danke, Porky, für die interessanten Fragen. Einfach, weil du es vorgeschlagen hast. Was isst du so? Tamilisches Essen, also ich kann die Namen nicht sagen. Vielleicht auch Rotti und andere Sachen. Pommes, Fette, was du auch... Alles, was du isst, isst ich auch gerne so. Wirst du immer viele Videos auf einmal hochladen? Wenn ich jetzt sehr viele Videos habe und ihr die ganze Zeit sagt, wo sind Videos? Dann werde ich sehr viele Videos hochladen. So ist es bei mir. Wieso hast du gerade das Bild genommen? Lass mich doch, ich will mal gerne mein sexy Buddy zeigen, hallo? Man, nicht Frauen dürfen auch ihren Körper zeigen, Männer dürfen das auch. Hast du sowas wie LP-Vorbilder? Nein, ich bin mein eigenes Vorbild. Ich bin mein eigenes Vorbild, haha. Ja, mehr will ich mir irgendwie nicht einfallen. Meld mich nochmal. Haha, Devil Inside, 1992. Dankeschön. Ach ja, danke dir, dass du jedes Mal Kommentare zu meinen Videos machst. An alle Leute, an all meine Abonnenten. Dankeschön, dass ihr jedes Mal Kommentare gibt. Vielen, vielen Dank. Das bedeutet mir sehr viel. Das gibt mir sehr viel Feedback und sehr viel Unterstützung dann, wenn ich meine Videos mache. Sehr, sehr gut. Porky, dir auch. Dankeschön. Aber dich habe ich sowieso immer gesagt. Okay, wer kommt denn jetzt? Ach, Musti, deine Fragen wollte zuletzt, jetzt kriegst du die, verdammter Wichser. Okay, was bedeutet es, wenn man jemand unterdrückt anruft? Du Wichser, du weißt, dass ich es nicht weiß. Also, ich weiß es nicht, also wenn jetzt irgendwie unterdrückt anruft, also ohne Nummer, oder keine Ahnung, was es heißt, unterdrückt anzurufen, weil, ihr müsst wissen, ohne, ich kenne mich mit Telefon so aus, ich kenne mich da hundertprozentig nicht aus. Und dieser Wichser weiß es und hat diese verdammte Frage gestellt. Ich sag nur, fick dich, Mann, fick dich. Ich kann die Frage nicht beantworten, oder doch? Ich unterdrückt anrufen, wenn, ich weiß nicht, was das heißt. Okay, diese Frage kann ich nicht beantworten. Wenn einer von euch, wenn einer von meinen Zuschauern das weiß, was das heißt, bitte unten unten schreiben, bitte. Beste beim Basketball spielen. Ich natürlich. Glaubst du, ich schreibe jetzt du, oder was? Zäh. Wer nimmt dich jedes Mal hoch? Zäh. Beim Basketball spielen, okay. Beim Basketball spielen kann man nicht sagen, muss dir, dass du besser bist. Kann man nicht wissen. Es müsste 1 gegen 1 machen oder in einem Team spielen. Du kannst das nicht wissen. Du weißt, dass ich mehr Ausdauer habe. Also nach einiger Zeit bist du K.O. und ich kann dann weiterspielen. Deswegen kann man es nicht so sagen. Ach, die Musik ist gleich wieder vorbei. Okay, wartet jetzt. Weiter geht's. Kannst du besser als ich Fußball spielen? Nein, du bist besser. Da gebe ich dir zu. Jetzt freust du dich bestimmt. Du hast ein fettes Grinsen bei dir und so einen Döner in deinen Mund bestimmt in diesem Moment. Zäh. Verdammte, egal. Bis den Moment, wo du das liest. Oben ohne. Woher weiß der Wichser das? Er kennt mich einfach zu gut, du Wichser. Ja, ich bin oben ohne. Bestimmt hast du jetzt so böse perverse Fantasien. Wie du mir langsam die Hose runterziehst und dann meinen Tanga. Na, was sag ich Tanga? Mein Höschen. Was? Komm ich auf Höschen? Ach, egal, sonst wird es pervers und das Video wird dann gesperrt. So weiß er das doch, und egal. Warum leidest du so oft? Wannabe. Ich bin kein Wannabe, ich weiß nicht mal, aber was es ist, aber Arxan hat es erklärt. Warum ich so oft beleidige, weil es mein Stil ist. Weil ich Gautam bin, oder Kaushian. Stimmt das, dass du gleiche Parfüm und Wachs gekauft, also wie meins? Kein Wachs, was ihr denkt, so Schwanzwachs oder so. Wie meinst du, nur damit du mir nachmachen kannst? Nein, ich wollte dir nicht nachmachen. Du wirst doch, ich box dich dafür, wie diese dummen Fragen, du weißt noch, ich box dich dafür irgendwie noch. Es stimmt, dass ich das gleiche Parfüm und gleiche Wachs gekauft habe, aber um dir nachzumachen, wer soll dir schon nachmachen? Ich bin klein braun. Mich lieben die Frauen, weil ich so klein braun und süß bin. Dich? Weiß ich nicht. Tammy mag dich. Na und? Tammy mag mich auch. Na und? Ist egal. Ja, ich habe das gleiche wie du gekauft. Was willst du jetzt dagegen machen? Warum war ich in One Piece und in anderen Spielen besser als du? In One Piece warst du besser, weil du das Spiel schon öfters durchgezockt hast, du Freak. Du hast es öfters durchgezockt. Nicht durchgezockt, aber du hast es öfters gespielt. Ich habe in der Freizeit was anderes gemacht, was du noch nie gemacht hast. Doch, hast du schon öfters, aber trotzdem. Sport. Ich bin laufen gegangen. Anstatt 6 Stunden lang am PC zu sitzen und irgendwie One Piece zu zocken. Und in anderen Spielen bist du nicht, kann man auch nicht sagen, dass du besser bist. Weißt du, was für Spiele meinst du denn jetzt? Final Fantasy bin ich besser, würde ich mal sagen. Und andere Spiele auch, die du nicht kennst. Aber naja, wieso reg ich mich eigentlich auf? Naja, ist egal. Regst du dich im Moment auf? Ja, ich reg mich auf. Wenn ja, was hast du kaputt gemacht? Wieso denkt er, dass ich...
Oh, ich wollte gerade irgendwas kaputt machen, aber egal. Ich mach's nichts kaputt, dann freut er sich bestimmt nur. Warum sammelst du Pokémon-Karten? Ich sammle keine Pokémon-Karten. Niemals. Musi 326, danke für die Fragen. Du wirst dafür geboxt. Später. Im Bett. Im Bett. Naja. Das waren meine Fragen. Danke für die 524 Abonnenten. Und das war mein FAQ. Ich hoffe, es hat euch gefallen irgendwie. Obwohl das so ist oder nicht, keine Ahnung. Aber Dankeschön für die Fragen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.